Schalömchen, Freunde des guten Games. Hier ist der Wegrenner. Ja, von euch auch, von manchen von euch liebevoll Schwuli genannt, ne? Das finde ich richtig niedlich, ihr Panamerikabischer, ihr tot. Ja, auf jeden Fall liege ich hier jetzt im Wasser. Ich bin unter die Haubendauer gegangen. Denkt ihr? Nein, ich will einfach nur sterben. Ein Tipp von einem ganz einen lieben Abonnenten mal wieder. Wenn du sterben willst, da ist nichts zum Runterhüpfen. Leg dich ins Wasser. Ja, ich ziehe mich für euch schon mal aus, ne? Ich bin leider hier neu gespawnt, denn es ist etwas Blödes passiert. Ich war full equipped, aber von einer Sekunde zur nächsten war ich es nicht mehr. Schweinehunde waren am Werk. Ja, und jetzt liege ich hier im Wasser und versuche, außer sehr, sehr sexy hier auszusehen in dem Sonnenlicht, ne, unter dem Wasser, also mein Körper und so, versuche ich einfach nur mal zu sterben, ne. Ich kühle irgendwie nur aus und habe Hunger. Dieser ganz, ganz liebe Abonnent, der mir den Tipp gegeben hat, irgendwie finde ich den noch jetzt nicht mehr so lieb, ne. Dann müssen wir eben weiterlaufen zum Türmchen. Da muss ich mich eben irgendwo runterspringen. Ich muss auf jeden Fall sterben. Hier will ich nicht spawnen. Hier ist doch scheiße. Ist das denn ein Truck? Das ist ein Truck. Das ist mir aber unheimlich. Das ist mir sehr suspekt. Wieso steht hier ein Truck? Ist das etwa ein Lockmittel? Dann gleich werde ich weggesniped. Aber Freunde, wenn ich... Boah, was ein Gerät. Wenn ich diesen Truck besitzen kann, dann will ich weiterleben. Jetzt habe ich nichts mehr. Jetzt habe ich keine Schuhe, keine Klamotten. Ich bin nass und kalt. Aber ich will diesen LKW besitzen. Das ist schließlich ein Daimler. Ja, Freunde, jetzt keine Widerworte. Ich kenne mich da so ein bisschen besser aus als ihr, würde ich wohl meinen. Ne? Das ist eindeutig ein Daimler. Und das ist ein Spitzenfahrzeug. Aber ich muss aufpassen. Ich darf hier keine Werbung machen. Ich bin auch nicht so der Typ, der sich so kaufen lässt. Ne? Irgendwie Produkte benennt und in eine Kamera hält und so. Nee, das ist nicht mein Ding. Ich bin nicht käuflich. Aber da fällt mir ein, was ich noch erzählen wollte. Zum Grillen, ne? Gehört für mich ja natürlich der Hela Curry Gewürz Ketchup Delikat immer dazu. Das nur noch am Rande erwähnt, ne? Wisst ihr aber auch warum? Also die besondere Hela Würzung und eine spezielle Rezeptur machen den unnachahmlichen Geschmack dieses Produktes aus. Hela Curry Gewürz Ketchup Delikat schmeckt hervorragend zu Fleisch, Würstchen, Fisch, Pommes Frites, Nudeln, Reis und rundet Sauzen, Suppen und Marinaden würzig ab! Ja, wusstet ihr das? Zutaten doppelt. Ach nee, brauche ich nicht. Da, ne? Aber das soll jetzt hier keine Werbung sein, ne? Für Hela Curry Gewürz Ketchup Delikat mit der besonderen Hela Würzung. Nein, nein, das ist einfach nur so meine persönliche Meinung. Ich bin einfach davon überzeugt und ich wollte euch das einfach nur mal erzählen, dass ich den gerne hab zum Grillen, ne? Ja, es geht euch aber eigentlich gar nichts an. Streicht das bitte. Ich krieg da ja sowieso kaum Geld für. So, ja, ich bin sozusagen perfekt equipped mit einem riesen LKW, aber einer unheimlich durchsichtigen Hose. Hier haben sie Barrikaden gebaut. Ja, so ein LKW. Oh nein, Reifen kaputt. Die neuen Reifen. Ich habe gerade erst noch mal Reifen aufgezogen. Scheiße. Ja, das ist, weißt du, so ein Aschehaufen, ne? Bist du da schon mal mit irgendwie rübergefahren mit dem Auto? Das kannst du Auto in eine Schrottpresse. Ja, kannst du in eine Schrottpresse. Ne? Das ist sofort kaputt. Was sollen diese Barrikaden? Das ist mir jetzt unheimlich. Die wollen mich ausrauben. Das sind Banditen. Das haben wir doch damals mit Sherwood Forest schon so gemacht. Da war ich noch Robin mit Hut war ich dann noch. Da habe ich doch den Arm alles weggenommen und mir gegeben. Ich wollte reich sein. Ja, auf jeden Fall damals im Sherwood Forest, das wurde alles immer ein bisschen hinterher umgedichtet, ne? Also von wegen, ich habe den Arm alles gegeben. So, nein, 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 ich habe den Arm alles genommen. Ja, den Reichen gegeben, ne? Ja, so war das nämlich. Naja, fahren wir erstmal weiter. Es ist eigentlich, ist mir auch, weiß ich nicht, gar nicht so nach lustigen Let's Play zumute, denn es ist für uns Apachen jetzt, ne? Für uns 164. Apachen auch, ne? Ist das ein verdammt harter Tag gewesen. Eine schlimme Zeit, ja. Unser großer Häuptling Winnetou Pierre Brice ist gestorben. Ja, er ist gestorben und damit müssen wir jetzt leben. Ja, es war nicht einfach, aber... Oh, guck mal. Oh, das ist eine Biene. Die nehmen wir natürlich mit. Die hat, ja, pampelmusengroße Ohren. Rein mit dir. No problem. Eieiei, die Stimme hat es natürlich wie ein Trinker. Oh, die guckt mich aber natürlich ganz... Hey. Ja, okay. No problem. Elektro, warum nicht? Ist mir jetzt natürlich ganz recht, dass ich nicht so viel anhabe. Dann kannst du gleich mal sehen, was sie erwartet, ne? Ja. Obwohl, das kann sie natürlich auch abschrecken. Das kann sie natürlich auch abschrecken, was sie sieht, ne? Naja, jetzt habe ich eine Biene an Bord. Ich habe einen Truck, ich habe eine Biene und keine Hose, ne? Nicht mal Schuhe. Aber ich habe schon eine Frau und ein Auto.
Ist das nicht verrückt, Freunde? Ist das nicht verrückt? Vielleicht können wir hier in der Stadt noch zusammen ein bisschen was shoppen gehen. Für Sie noch ein schönes Kleid. Dann können wir heute Abend im Maditeneck, weiß nicht, schöne Dose Thunfisch zusammen essen. Schönes Glas. Steht da eine? Nein! Wir werden beschossen! Ich und meine Braut mit der Männerstimme. Mit russischem Akzent, wie geil. Nein! Oh! Oh nein! Jetzt haben sie den Truck kaputt gemacht. Wir fahren noch. Aber rollen wir? Watterfuck. Ja, Ilja heißt die Biene, ne? Ilja, mit der Männerstimme, hoffentlich ist sie nicht so laut beim Sex, ne? Da muss ich so knebeln, weil sonst kann ich nicht. So kann ich nicht arbeiten mit so einer Männerstimme. Stop here. Ja. Dann gehen wir mal raus mit der Biene, ne? Weißt du, ist das Fahrzeug kaputt, dann nehmen sie gleich alles aus, ne? Dann suchen sie sich den nächsten Freund. Ich fühle mich ein bisschen benutzt, ne? Ja, wenn du nicht aussteigst, dann fährst du weiter, Tante. Ich habe ein Versteck im Wald, da nehme ich dich mit. Oh, ich blute, das sehe ich jetzt erst. Warmes Blut. Ah, oh, warte, ich kann gar nicht tippen so nebenbei. Can't open door. Leck mir am Arsch. Hier. DCA. Merkt ihr das, Tante? DCA. Und das meine ich so, wie ich jetzt schreibe. Ja? Frechheit. Oh. Oh, ich hätte sie fast umgebracht. Vielleicht sehen wir uns mal wieder, Täubchen. Adios. Ich werde weiter. Hä? Wird überholt die mich rechts? Die überholt mich rechts, das ist schon eine Unverschämtheit. Wieso ist die schneller? Die muss ja unheimlich warten, aber ich habe doch ein Auto. Oh, nicht mal eine Hupe, sonst könnte die noch nach. Scheiße, die ist schneller. Oh, hoffentlich kommen jetzt von hinten nicht die Banditen, ne? Sich die Beute abholen, die sie hier geschossen haben. Ich will doch nur sterben. Ach, ich will ja gar nicht mehr sterben. Ach, da habe ich mich aber irgendwas reinbuxiert, ne? Wie unangenehm, komme ich da jetzt überhaupt raus? So. Lauf, ja, aha, natürlich. Oh nein, jetzt, das ist, ich blute, meine Füße machen es auch nicht mehr lange. Das hinten ist ein Zombie, ne? Ja, okay, ich werde nicht verfolgt. So, nächstes Ziel ist... Ja, sterben? Nein, ich will weiter... Jetzt will ich auch weiter überleben, ne? So kurz vor Elektro, mit einer Freundin dabei, die mir jetzt stiften geht, weil der Motor kaputt ist. Oh, da ist er wieder! Aber was macht die denn da? Ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders! Ich brauche Rex! Putz! Was steht hier auch rum? Und wartet auf Kundschaft? Bleib stehen. Give it to me, Baby. Komm, wir nehmen die ganze Hose. Eieieiei. Ich habe sie nicht getötet, Freunde. Ich habe mir nur die Hose genommen. Ich wollte eigentlich nur Rex gut. Ich habe die ganze Hose genommen. Aber die brauchst du im Moment nicht zum Überleben. Da habe ich gedacht, nehme ich sie ihr ab, ne? Wer weiß, ob sie das Wasser halten kann, ohnmächtig. Das wäre dann ihr auch unangenehm. So, schnell verbinden. Eieieiei. Das habe ich gut gemacht, Freunde. Das habe ich richtig gut gemacht. Da habe ich der Bitch das mal ordentlich gezeigt. Nämlich einfach sitzen lassen und mich rechts überholen, nur weil mein Auto kaputt ist. Shit. Erst mir irgendwie Honig um den Bart schmieren, ne? Wie man so schön sagt, die alte Biene. Dann wurde die aus der Biene aber eine Wuchtbrumme. Wieso habe ich eigentlich die Schuhe nicht gut? Bin ich doof? Ganz ehrlich, komm, was habe ich ihr denn weggenommen? Ich habe sie nicht getötet, ich habe ihr nur die Hose weggenommen, ein paar Rex. Okay, und jetzt noch die Schuhe. Mein Gott. Ist sie eigentlich tot, wenn die Beine so hat? Ausgelockt? Da täte mir leid. Ich hatte noch einiges vor. Ich hätte ihr einiges bieten können. So, ich shake meine Feet Azor, aber jetzt nicht mehr, ne? Mein Leg is painful. Es läuft super, ne? Das Wetter wird auch immer grauer. Oder ist das ein grauer Star? Weiß ich nicht, woran das liegt. Das gefällt mir nicht. Wir müssen jetzt schleunigst in die Stadt. Obwohl, mir fällt doch was ein. Ich muss ja was essen, ne? Kann ich nicht einfach die Tante aufessen? Soll ich nicht einfach die Tante aufessen? Das wäre jetzt das erste Mal, dass ich einen Menschen essen würde. Aber ich will einfach nur überleben. Von Anfang an in dieser Folge gab es für mich nur ein Ziel. Überleben, ne? Erstmal schön baden gehen und dann überleben. Ja, wo finde ich denn jetzt Steine? Die finde ich doch nicht einfach hier so auf diesem Boden, oder? Ich brauche doch steinigen Boden. Ja, dieser Weg wird steinig und schwer, Freunde, ne? Ja, berühmte Zitate. Wie unser Häuptling Winnetou, der hat auch so ein paar Schoten gemacht. Der hatte immer einen passenden Spruch, ein Sprichwort, eine Weisheit auf Lager, ne? Wenn du mal nicht weiter wusstest. Das war so ein schlauer Mann, so. Da kann sich einer mit John F. Kennedy, mit, ich bin ein Berliner oder Martin Luther King, mit, I have a dream. Und er hat eben Folgendes gesagt. Valbri. Ja, und das hat mich dann immer wieder aufgebaut. Da habe ich gesagt, Winnetou, was soll ich machen? Da hat er gesagt... Valbri. Und da war die Welt wieder für mich in Ordnung, ne? Jetzt muss ich erstmal ein Messer craften. Gut, dass ich bei Mediterran
im Stream war, ne, da hat er nämlich auch sich so ein Steinmesser gecraftet zum ersten Mal. Da habe ich so ein bisschen was gelernt. Guck, ich mache da so ein bisschen Zauberei, ne? Hokus Pokus in der Luft. Und schon habe ich... Ja, es läuft. Ich habe was gefunden. Gott sei Dank! Jetzt mache ich mir ein schönes Messer. Ne, ich habe... Wie muss ich jetzt hier... Warte mal. So. Shit. Ja, shit. Ich muss jetzt in die Hand nehmen. Da habe ich nicht ganz aufgepasst beim MIDI. Ja, mein Gott. Kann ich jetzt irgendwie... Das ist ja babyleicht, Freunde. Das ist ja babyleicht. Ich mache mir so ein schönes Messer. Da werde ich mir die kleine Wuchtbrumme da hinten, ne, diese Mistbiene, die werde ich mir dann schön reinpfeifen, ne? Die hat sich anders verdient, mich sitzen zu lassen. Das geht mir... Also da finde ich schlimmer als der durch die Wand kam. Und Spieler! Ganz ruhig. Ist nicht mein erster Tag in Daisy, ja? Das kann mich nicht mehr aus der Fassung bringen. Spieler! Ja, vielleicht kann ich ihn... Oh. Vielleicht kann ich ihn umboxen! Aber wenn ich ihn weiter vorlaufen lasse, klappt das nicht. Du lauf schon. Hallo. Komm, ich frage mal. Do you have something to eat for me? I am really hungry. Hello? Are you taub? Taub? Das ist Englisch, ne? Are you taub? Taubstam. Warum mache ich nicht Angst mit meinem Englisch? Hallo? Mann. Ey, hört der mich nicht? Ja, der hat wahrscheinlich einen dicken Hirn auf, ne? Komm, renn mal hinterher, wenn ich hören will. Hallo? Please, mister, do you have something to eat for me? I am so hungry. Hungry for love and food. Hallo? Ich trau mich nicht, den anzugreifen, dann ist das Let's Play schon wieder zu Ende. Ich wollte doch in der Viva-Basis anfangen. Das ist leider kurz geworden. Hey, please don't shoot, 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 not. Please don't shoot. Please, I'm just hungry. Do you have something to eat for me, mister? Seriously, I would eat this woman. I'm so hungry. Please don't shoot. Don't shoot. Don't shoot, please. Oh, man, don't shoot. Mein. Das war nur Warnschüsse oder erst... Asshole. Fucker. Fassermacker! So, den haben wir in die Flucht geschlagen, ne? Der hat Angst vor mir. Also bei meinem Body ist das ja natürlich auch kein Wunder, ne? Da rennen die immer alle weg. Vor allen Dingen, wenn sie mich in meinem Body sehen, in meinem schönen roten Spitzenbody. Da rennen die auch weg. Aber ich muss mich jetzt konzentrieren, so. Nichts mehr machen hier. Geile... Ja, das ist wieder so eine Pose. Da würde ich sagen, komm, machen wir mal einen Screenshot. Da bin ich Sarazar privat, ne? Wenn mal keiner zuguckt. Ja, dann macht der andere Fotos, nicht von der Landschaft. Oh, noch ein Bambi. Ja, soll ich den essen? Ich hätte lieber eine Frau gegessen, ganz ehrlich. Das andere ist mir ein bisschen zu gay. Ich weiß nicht so genau, was soll ich tun? Ist der Typ denn weg da hinten? Ist der denn weg? Hä? Na, dann läuft er doch noch hinterm Busch. Aber den kriege ich nicht mehr. Den kriege ich nicht mehr. Ich kriege ja nicht mal ein Fruchtzwerg. Jetzt ist der andere da auch natürlich weitergelaufen. Tante, ich will dich doch nur aufschlitzen. Ich bin doch Jack der Ripper, der Alte. Nee, die stinkt schon. So, ja, immer muss ich hier hinter meinem Essen herlaufen. Ich hasse das, wenn das Essen noch Beine hat, die funktionieren. Ja, lass uns verbrüdern. Ich werde ihn essen. Ich finde doch niemals in Elektrowatt zu essen. Dose 4 sicher, hallo? Ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht. Überall ein Herd, ein Kühlschrank und nichts drin. Warum kann man denn die Zombies nicht essen? Ja, da ist man infiziert. Das ist mir doch egal. Ja, weiß ich nicht. Ist man ja auch, wenn man hier normalen Menschen ist. Liegt denn da vorne eine Leiche? Was liegt denn da auf der Straße? Bitte lass das eine Leiche sein. Ist mir scheißegal, ob da irgendwo ein Bösewicht ist. Ich muss sowieso sterben, wenn ich nicht sofort was zu beißen kriege. Oh, da kommt noch einer gerannt. Nein, isst nicht meine Leiche auf. Hello. Hello. Hi. Hello, what's up? Komm, wir tun so. Yo, ja, guy, ja. Ach, fuck. He killed me. He killed me. Wir müssen jetzt sein Vertrauen gewinnen. Ich habe aus Versehen in die Luft geschlagen. Jetzt haut er ab von der Zombie-Tante, anstatt die umzuboxen. Ich muss ihn doch essen. Wo finden wir Leichen? Wo finden wir Leichen? Komm, in der Kirche, vor der Kirche. Nee. Drin ist nix. Weiß ich nicht, Bereich Feuerwache oder hinten Brunnen, ich muss es schaffen. Gib mir noch eine Dose Pfirsiche. Ein Döschen Fisch.
Komm, wir werfen einen Blick in die Kirche. Da wird ja oft auch geschossen. Nein, oh. Ah ja, ist mir egal. Es schießt mich tot. Oh, hier wurde schon gespeist. Und gar nicht wenig. Und die haben mich nichts übergelassen. Na, scheiße. Oh. Oh, ist ruiniert. Nein! Ich bin gestorben! Eieieiei. Das gibt wieder viele Daumen runter. Ich habe keinen einzigen getötet. Da kommen aber die Minderbemittelten und geben mir Daumen runter. Ja, Freunde, das war ja eine seltsame Folge, das gebe ich zu, ne? Kein PvP, nix, aber irgendwie hatte ich trotzdem Spaß. Das war schon eine Challenge für mich, zu versuchen, zu überleben, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen, abonnieren, kommentieren, Däumchen hoch, ne? Wenn es gefallen hat, macht das alles. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!